Ihr müsst hier weg. Was ist passiert? Sofort ins Hotel, bitte. Verdammt, sie kommen. Wir müssen noch zurück ins Museum. Professor Bischoff und Brüninger warten dringend darauf. Danke. Und wann werden Sie zurück sein, Frau Philipps? Genau weiß ich noch nicht. Spätestens in 3 Wochen. Das hoffe ich jedenfalls. Und Ihr Mann? Ich denke früher. Er gibt Ihnen aber rechtzeitig Bescheid. In Ordnung. Was ist denn jetzt mit Übernachten bei Claudine, Mama? Wer schläft denn noch alles da? Boah, Mama, natürlich kommen auch Jungs. Das ist eine Geburtstagsparty. Aber ich bin 13. Du wirst 13. In 4 Wochen und 2 Tagen. Und so lange werde ich meine Unschuld verteidigen wie eine Löwin. Versprochen, okay? Du bist nicht witzig, Marie. Doch, wenn du dein Gesicht sehen könntest, dann schon. Komm her. Mach dir keine Sorgen, Mama. Du hörst schön auf Elsa, ja? Mhm. Pass gut auf dich auf, Mensch. Ich komme. Peking war über Wochen ausverkauft und Singapur hat jetzt schon um eine Verlängerung des Engagements gebeten. Das war zu erwarten. Hongkong steht ebenfalls Kopf. Shanmui füllt einfach jedes Haus. Sie schmeicheln mir. Schön, dass die Oper so ein breites Publikum findet. Es ist nicht anders als in Europa. Gott, bin ich froh, dass du da bist. Ist es so schlimm? Ja, der Erfolg der Ausstellung ist für die chinesische Regierung immens wichtig. Und für uns hängt dementsprechend das Klima unserer wirtschaftlichen Beziehungen davon ab. Meine Frau, Victoria Philipps. Dr. Hartmann, Leiter des Ressorts Kultur und Sponsoring für unsere Bank, kennst du ja schon. Guten Tag, Frau Philipps. Und Marvin Fess, der Koordinator und Einkäufe für unser Kunstengagement hier vor Ort. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. So, bitte. Es ist wundervoll, dass Sie die Leitung der Ausstellung übernehmen werden und so schnell kommen konnten. Sie kennen die Überzeugungskünste meines Mannes. Qualitäten, die man als Leiter der Auslandsabteilung und zukünftiges Vorstandsmitglied sicherlich braucht. 15 Jahre Wiedervereinigung Chinas mit der Kronkolonie. Die Chinesen haben ein großes Interesse daran, der Weltöffentlichkeit ihre Toleranz im Umgang mit Religion, Kunst und Kultur zu demonstrieren. Sie erwarten einen exklusiven inhaltlichen Rahmen, der die Einzigartigkeit der Heimansammlung unterstreicht. Um die historische Einzigartigkeit der Tang-Dynastie überzeugend zu präsentieren, benötigen wir neben der Heiman-Kollektion aber auch noch weitere Einzelstücke und Highlights der Epoche, die wir hier von privaten Sammlern kaufen müssen. Kein Problem. Dafür ist seitens der Bank bereits ein Budget freigestellt worden. Ist das nicht die chinesische Opern-Diva Shanmui? Ich freue mich auf die Aufführung und unsere Zusammenarbeit. Ja, es wird großartig. Wann genau können wir denn mit dem Eintreffen der Heimansammlung rechnen? Sie wird seit 4 Jahren streng bewacht und in einem geheimen Tempel auf einer Insel vor dem Festland aufbewahrt. In ein paar Tagen soll alles verschifft werden und wird dann in der nächsten Woche hier ankommen. Ich habe uns was zu essen bestellt. Ich hoffe, das ist in deinem Sinn. Herrlich, einfach hier, gemütlich. Kantonese oder Sichuan? Von allem etwas. Die gegrillte Ente, die du so liebst. Kann ich nicht verstehen. Sehr schön. Ich wünsche einen guten Appetit, Sir. Mmh.
Voilà. Das riecht ja köstlich. Hast du darüber nachgedacht? Über was? Ob Marie zur Ausstellungseröffnung kommen sollte. Ach, das können wir uns doch später noch überlegen. Es gibt im Moment viel Unruhe um meine Berufung in den Vorstand. Gespräche mit Peking bezüglich der europäischen Anleihen sind nicht abgeschlossen. Vielleicht alles zu stressig für das Kind. Marie wird 13. Lass uns das kurzfristig entscheiden, ja? Wie habt ihr das überhaupt hinbekommen? Wie du weißt, hat Tina in Sachen Kunst gerade ein großes Imageproblem. So viel schwieriger war es, ein Konzept zu finden, das dem sensiblen Thema entspricht. Ganz ohne Gegenleistung. Wir haben ihm versprochen, für das Wohlwollen der Presse zu sorgen und keine Kritik zuzulassen. Also wenn der Plan aufgeht, dann wird uns die chinesische Regierung zu Dank verpflichtet sein. Und die Kunst, das eigentliche Thema, wird mal wieder für die Interessen aller Beteiligten missbraucht. Nach außen alles schön und nach innen werden systemkritische Künstler einfach verhaftet und weggesperrt. Also du bist eine so hoffnungslose romantische Idealistin. Natürlich wiegen wirtschaftliche Interessen mehr als kulturelle. Ist noch nicht so lange her. Hast du das auch noch differenzierter gesehen? Morgen. Morgen. Das kommt Frühstück. Endlich. Ein Selbstmord in Central, Einbruch in Causeway, Lagereinbruch in Kowloon, ein Doppelmord in Wanchai. Soll ich fortfahren? Lasst uns doch erst mal essen. Ich war unten im Bailu. Dreimal Menü und Entenherzen in Aspik. Ein absolutes Highlight. Die Einwanderungsbehörde ist im dritten Stock. Einwanderungsbehörde? Ist der Verzehr von Nahrungsmitteln in Regierungsgebäuden nicht verboten? Ja, ich habe schon gehört. Sie sind nicht sehr kooperativ und Sie arbeiten ganz nach dem Motto Ein Land, zwei Systeme. Oberst Kang, Peking. Chinesische Staatspolizei. Wie komme ich zu dieser Ehre? Wahrscheinlich hat er Hunger. Es gab heute Nacht einen Raubüberfall auf dem Festland. Und was haben wir damit zu tun? Es gibt konkrete Hinweise, dass das Diebesgut auf dem Seeweg nach Hongkong gebracht wurde, um es hier auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ich werde Sie bei Ihren Ermittlungen unterstützen, auch wenn China hier in Hongkong nicht aktiv oder offiziell eingreifen darf. Augenblicken. Was genau meinen Sie denn mit unterstützen? Höflich ausgedrückt, ich bin Ihr persönlicher Begleiter. Morgen. Guten Morgen. Danke, dass Sie so früh gekommen sind. Wir hätten Sie doch abgeholt. Wie ich hörte, ist morgens der Tunnel in Wanchai immer verstopft. Da hätten wir mit dem Wagen wahrscheinlich ewig gebraucht. Bitte, kommen Sie.
Die gestohlenen Objekte der bisher unveröffentlichten Haiman-Sammlung sollten ausgestellt werden. Eine Ausstellung über die Tang-Dynastie, initiiert von einer deutschen Großbank anlässlich der bevorstehenden 15-Jahr-Feier. Die Ausstellung soll dabei helfen, die diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland zu verbessern. Und der Erfolg der Ausstellung ist von größter politischer Wichtigkeit für China. Sind die Verantwortlichen schon informiert worden? Nein, noch nicht. China geht davon aus, dass wir binnen 24 Stunden die gestohlenen Kunstgegenstände finden und niemand etwas davon erfährt. Sie wissen doch, dass das unrealistisch ist. Allein um den Hafen zu überprüfen, brauchen wir Wochen. Wir haben Hongkong an allen wichtigen Ein- und Ausfuhrpunkten hermetisch dicht gemacht. Nichts verlässt die Stadt mehr ohne unser Wissen. Die Haiman-Sammlung unversehrt und unverzüglich wiederzufinden, liegt also allein in Ihrer Verantwortung. Also, beeilen Sie sich. Wir brauchen Fotos. Sie wissen, dass man bei einer öffentlichen Demütigung Chinas Sie persönlich zur Verantwortung ziehen wird. Wo sehen Sie sich bei den inoffiziellen Kunstauktionen im Alten Markt um? Dort finden Sie alle relevanten Sammler, Händler und die üblichen Verdächtigen. Alle anderen ab zum Hafen und vollen Einsatz. Bodhisattva. Neben der Hayagriva und der Guanyin, das wohl wichtigste und wertvollste Stück der Haiman-Sammlung. Hartmann hat uns das Geld für die Neuzukäufe bewilligt, um die Ausstellung zu komplettieren. Hier. Wie wäre es mit den internationalen Auktionshäusern? Vielleicht finden wir dort, was wir suchen. Nein, das, was wir jetzt brauchen, das bekommen wir nur von den privaten Kunstsammlern. Am Nachmittag gibt es eine inoffizielle Versteigerung in der Nähe der Chungking Road. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Ich denke, das wird nicht nötig sein, aber danke. Mhm. Martin, könnten Sie diese privaten Sammler für mich kontaktieren und eruieren, ob Verkaufsinteresse besteht? Entschuldigen Sie, wo ist das? Ja, drüben, ja, ja. Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, wo die Auktion ist? Ja, ja. Bietet jemand 90.000? 90.000 sind geboten. 100. 100.000 sind geboten. 110.000. 110. Ja. 110.000 sind geboten. Zum ersten. Und bietet jemand mehr? Zum zweiten. Verkauft. Das ist ein Fächer in einer Schatulle. Ein Stück aus der Tang-Dynastie. Du Fu benutzt ihn. Er ist sehr berühmt. Sie werden ihre Freude daran haben. Wir fangen an bei 10.000 sind geboten, höre ich mehr? 10.000 sind 15.000. Geboten. 15.000 sind geboten von der Dame, höre ich mehr? 20.000 sind geboten, höre ich mehr? 20.000 zum ersten? 50.000. Oh, Mr. Lim, 50.000! 50.000 zum ersten, zum zweiten, zum dritten und verkauft an Mr. Lim! Wer hat mein telefonisches Gebot? 60.000 sind geboten, wunderbare Stück. Wer bietet mehr? 60.000 sind geboten. 70.000. Ich bin überrascht, Sie so schnell wiederzusehen. Kein guter Platz für schöne Europäerinnen. Sie haben Geschmack. Etwas überteuert vielleicht, aber einen guten. Wirklich? Bitte nicht an den Worten. Das ist ein Elfenbeinfächer aus der Tang-Dynastie. Er gehörte Ray Shin, der Konkubine des Kaisers, die sich unsterblich in ihn verliebte. Aber der Kaiser war misstrauisch und sperrte sie in einen Raum. Als er sie das nächste Mal besuchte, war sie so leidenschaftlich, dass der Kaiser an diesem Vergnügen starb. Sein Nachfolger verbot sich jeglichen Kontakt zu ihr, vielleicht aus Angst um sein eigenes Leben. Sie sind Victoria Phillips, nicht wahr? Ich bin beeindruckt. Nehmen Sie den Fächer als ein kleines Geschenk von mir. Ein 50.000-Dollar-Geschenk? Das kann ich mir nicht leisten. Aber Ihre Auftraggeber vielleicht. Sie scheinen wirklich eine Menge über mich zu wissen.
nicht mehr als der Hongkong Standard. Oh. Boss, dein Mensch Schau ist da hinten. Und verkauf! Meine Damen und Herren, ein kleiner Moment, wir bauen etwas um, aber danach wird es gleich weiter. Wir haben wunderbare Objekte. Ich, falls Sie es sich anders überlegen. Meine Damen und Herren, die Ausbau geht weiter. Eine wunderbare Schale. Danke. Ja. Was bieten Sie? Ich höre die Was? Unter meinen Erwartungen. Ich bin wirklich froh, dass uns Professor Bischof einen Teil seiner Sammlung überlassen hat. Ich muss morgen nach Shanghai, bin aber Mittwochvormittag wieder zurück. Wie du das noch aushältst, dieses ständige Reisen. Manchmal denke ich, du kannst die Normalität mit uns gar nicht mehr ertragen. Du weißt, dass das nicht stimmt. Das gehört noch mal zu meinem Job. Ich verspreche dir, es wird einfacher, wenn ich endlich im Vorstand bin. Das hast du gesagt, als du zum Regionalchef berufen wurdest. Das hast du gesagt, als du ins internationale Management aufgestiegen bist. Und das hast du gesagt, als du Leiter der Auslandsabteilung wurdest. Du weißt, dass ich 120% geben muss. Übrigens, Maria hat angerufen. Fade Party soll ich dir ausrichten. Und der Einsatz der Löwin wäre nicht nötig gewesen. Du wüsstest schon. Was denn für eine Löwin? Na, wenigstens eine gute Nachricht. Das ist langweilig, was wir sehen. Ja, das könnt ihr alles wieder wegpacken. Hier ist leider auch nichts dabei. Dafür aber eine Menge illegales Zeug. Oh ja, das ist ja widerlich. Ja, das sind Tigeressenzen. Die werden als Aphrodisiaker verwendet und die sind teuer. Sie glauben doch nicht an diesen Mambo-Jumbo, oder? Also, glauben wir übertrieben. Ein bisschen vielleicht, aber mein Onkel Wing, der hat sogar... Lassen Sie den ganzen Mist hier beschlagnahmen. Als nächstes kümmern Sie sich um die Händler in der Nathan Road. Ja. Und? Das sind kleine Fische hier, übliche Schmuggelware. Möchten Sie Seidenraupen? Also, seien Sie realistisch. Wir haben noch keine Wahl, als die Verantwortlichen der Ausstellung zu informieren, sonst wird die Sache immer schlimmer. Und wir wollen auch nicht, dass Peking das Gesicht verliert. Hm? Doch eine. Die Idee ist gut, aber der Abstand zu den Schaukästen muss größer werden. Keine Chance, die Sammler blocken alle total ab. Aus irgendeinem Grund wollen sie nicht verkaufen und über Leihgaben sprechen sie erst gar nicht. Der Markt hier ist ganz anders aufgebaut als in Europa. Als Ausländer ist es fast unmöglich mit... Wir brauchen einen Insider. Jemand, der den Markt hinreichend kennt und der das Vertrauen der Sammler genießt. Victoria. Ja? Könnte ich Sie einen Moment sprechen? Was ist denn los? Chefinspektor Braddock und Oberst Kang aus Peking haben uns gerade darüber informiert, dass die gesamte Heimann-Sammlung gestern Nacht gestohlen wurde. Das ist ein Scherz. Ich fürchte nein. Wir würden Sie aber ersuchen, das noch geheim zu halten, was die Presse angeht. Mein Kollege hier aus Peking ist davon überzeugt, dass die Kunstobjekte schnell gefunden werden. Wie kommen Sie darauf, dass Ihnen das gelingt? Wir haben eindeutige Hinweise, dass sich die Heimann-Sammlung schon in Hongkong befindet. Wenn sich unser Überwachungsnetz endgültig geschlossen hat, werden wir nötigenfalls die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Dann sollten Sie sich in der Tat beeilen, denn in 2 Wochen eröffnet die Ausstellung hier. Sie verfügen doch über gute Kontakte in der Kunstszene. Und es wäre hilfreich, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten könnten. Wie stellen Sie sich das vor? Oh, also die Kunstszene ist doch ein exklusiver, elitärer, kleiner Zirkel. Tja, vielleicht hören Sie etwas. Halten Sie einfach die Augen für uns offen. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar dafür. Martin musste schon los. Er trifft sich mit einem lokalen Kunsthändler, der vielleicht bereit ist, uns zu helfen. Die Heimann-Sammlung wurde heute Nacht trotz höchster Sicherheitsvorkehrung gestohlen. Das kann nicht sein. Ich befürchte doch. Was wollen Sie jetzt tun? Ich weiß es nicht. Peter? Ja. Ja, die Polizei war gerade hier. Ich verstehe nicht, wieso etwas passieren konnte. Wahrscheinlich haben wir mit der geplanten Ausstellung schlafende Hunde geweckt. Ich meine, warum sollte gerade jetzt jemand die Heimann-Sammlung stehlen? Aber was genau hat die Polizei vorgeschlagen? Inspektor Braddock und dieser Oberst Kang sind der Meinung, ich sollte die Augen in der Szene aufhalten. Wer auch immer die Sammlung hat, wird versuchen, sie hier mit höchstmöglichem Gewinn an den Mann zu bringen. Sie glauben, es ist nur eine Frage der Zeit, bis zumindest einzelne Objekte aus der Heimann-Sammlung wieder auftauchen werden. Ich muss mich jetzt weiter um die zusätzlichen Kunstankäufe kümmern. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Warum das denn? Wir besprechen alles morgen, wenn du wieder da bist, ja? Viel Glück heute Abend. Kennen Sie einen Mr. Lim? Edward Lim? Ja. Jeder kennt Edward Lim in Hongkong. Und? Er ist Konzert- und Kulturveranstalter.
ein Club- und Casino-Besitzer, Geschäftsmann, Kunstliebhaber, Playboy. Andererseits unterstützt er großzügig wohltätige Stiftungen und soziale Einrichtungen. In Anbetracht der schwierigen Situation, vielleicht könnte er uns einen direkten Kontakt zu privaten Kunstsammlern vermitteln. Er könnte uns sicher sehr helfen. Aber es ist schwer, an ihn heranzukommen. Ich habe gehört, er ist oft im Dynasty Club, im Chongqing Mansion District. Der Club gehört ihm. Natürlich. Das zweite Mal, dass Sie mich überraschen. In so kurzer Zeit. Sie sind allein. Sieht so aus. Du hast einen Gast? Sie hat den Weg ganz alleine gefunden. Ihr kennt euch? Victoria Phillips, Lily Sam. Guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie. Kennen Sie Chang Mui? Pekings größter Opernstar. Sie lieben die Oper? Er sagt, dass ich sie liebe. Ich verdiene viel Geld mit ihr. Ah, Mr. Lin. Inspektor Braddock. Wie schön, dass Sie meine Gäste sind. Was verschafft mir denn die Ehre? Die Arbeit, das Übliche. Und das führt Sie und Ihren Kollegen heute ausgerechnet zu mir. Oberst Kang, er ist mein neuer Schatten vom Festland. Er kennt Hongkongs Nachtleben kaum. Und das hier ist doch ein guter Einstieg. Kluge Wahl. Es ist genau diese Art von Verdorbenheit, die auf das Festland übergreift, von Hongkong aus. Ohne diese Verdorbenheit, Genosse Kang, wären all diese Tänzerinnen und Kennerinnen arbeitslos. Und viele wichtige Geschäfte in dieser Stadt würden nicht zustande kommen. Ich sag Ihnen mal was über Geschäfte. Phillips, welche Überraschung. Sie kennen sich? Flüchtig. Inspektor Braddock ist so freundlich, unser Sicherheitspersonal für unsere Ausstellung über die Kang-Dynastie zu stellen. Gut. Bitte kommen Sie. Mr. Lin. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Das ist Andy Chow. Er arbeitet für Mr. Kwok. Seine Familie ist hier eine feste Institution im Bereich des organisierten Verbrechens. Ich wüsste wirklich gerne, worüber Sie sprechen. Können Sie den Laden nicht abhören? Ein Land, zwei Systeme. Sie wissen auch. Sie passen, dass Sie Hongkongs Verdorbenheit widerstehen. Diese Einladung ist nicht freiwillig. Kommen Sie mit. Sie verlassen jetzt. Alkohol. Ich hoffe, Sie mögen es. Ich habe hier eine Liste von Kunstwerken, die, wie wir wissen, von privaten Sammlern angeboten werden. Es hängt in Asien viel von persönlichen Kontakten und Empfehlungen ab. Und man sagte mir, Sie sind der richtige Mann hierfür. Sehr exklusive Objekte. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen dabei wohl nicht helfen. Dann habe ich mich wohl getäuscht.
Verbinden Sie mich bitte mit Professor Bischof, Victoria Phillips. Hallo, Charles. Ja, es tut mir leid, wenn ich störe, aber ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Es gibt hier einen sehr, sehr interessanten Kunstsammler, Edward Lim. Platz, Spector. Die Hühnerfüße sind exzellent heute. Später vielleicht, Mr. Quok. Gut, dies sind einzigartige Kunstwerke besonderer Art, Mr. Quok. Kunst, abgesehen von den Hochzeitsalben meiner Töchter, verstehe ich nichts davon. Sorry. Dinge wie diese kommen nicht mit den Mastschweinen über die Grenze. Den verrosteten LKWs. Viel wahrscheinlicher über den guten alten Seeweg. Und wir alle wissen, Ihre Familie kontrolliert den Hafen. Also, wenn Ihnen dazu irgendwas einfällt, dann wäre ich ja, sehr verbunden, wenn Sie sich bei uns melden. Ansonsten müssten wir uns doch selbst mal genauer umsehen. Die ganze Welt schaut nach 15 Jahren wieder auf Hongkong und die Chinesen erwarten, dass wir ihnen helfen, das Problem zu lösen. Also irgendwie müsste das hinbekommen, dass diese Ausstellung stattfindet. Egal wie. Wie soll denn das gehen? Wie sollen wir denn eine Ausstellung über die Tang-Dynastie machen, ohne die Heimatsammlung? Wir haben alles darauf abgestimmt. Die Expertenvorträge, Symposien, ganz zu schweigen von den ganzen Veröffentlichungen, Druck. Um die Kunst als solche geht es dabei doch gar nicht primär. Die Kooperation Chinas mit unserer Bank ist eine Bekräftigung dessen, was in den letzten Jahren hier in Asien gemeinsam aufgebaut wurde. Ich kann versuchen, bis morgen zumindest einen Vorschlag zu erarbeiten und zur inhaltlichen Abstimmung mit dem Ministerium für Alterskunde in Peking telefonieren. Entschuldigen Sie, Victoria, ein Anruf von Mr. Lim. Entschuldigen Sie mich, es ist wichtig. Danke, Monika. Victoria Phillips? Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Sie meinen Ihr Angebot, mich bei Charles Bischof als Berater für seine Kunsteinkäufe in Asien zu empfehlen? Sind Sie sicher, dass Sie mein Angebot richtig verstanden haben? Ihr Europäer habt einfach keine Geduld. Die Dinge laufen etwas anders hier. Tattoos. Wichtige Tradition in Hongkong. Sie zeigen, woher wir kommen. Im Gegensatz zu Europa. Dann zeigen Sie uns eher, wo wir auf keinen Fall hinwollen. Gang Tung. Lady Malay. Danke, und selbst? Du hast eine Freundin mitgebracht. Kunstexpertin aus Europa. Miss Phillips. Gang Tung. Hallo, sehr erfreut. Nai Hao. Nai Hao, willkommen. Ihr wollt euch was ansehen, bitte? Was ich suche. Woher kommt sie? Ich könnte sagen, beim Pokern gewonnen, aber das werden Sie nicht glauben. Dann bleiben Sie doch einfach bei der Wahrheit. Diskretion gehört zu unserem Geschäft in Hongkong. Gibt es noch andere Arbeiten? Wonach genau, fragen Sie? Vielleicht eine Bodhisattva? Sie wissen genau, dass das unmöglich ist. Tatsächlich?
Darf es denn? Dieser verdammte Mistkerl kann. Aber wir werden uns nicht beeindrucken lassen. Nicht von ihm. Sobald ich das Echtheitszertifikat habe, werde ich die nötigen Schritte für die Kaufabwicklung einleiten. Okay. Hongkongs Bauherren wollten schon immer hoch hinaus, nicht wahr? Sie haben keine andere Wahl. Unsere Situation hier zwingt uns, jedes Stück Land zu nutzen. So viel wie möglich. Unsere? Ich bin hier geboren. Meine Eltern starben beim großen Taifun 1975. Ich habe den Leuten hier viel zu verdanken. Ich hatte meinen ersten Job auf dem Fischmarkt dort. Auf diesem schwimmenden Restaurant habe ich als Kellner begonnen. Und da hinten hatte ich dann meinen ersten eigenen Stand. Kang Tung hat mich in all den Jahren begleitet. Ohne ihn hätte ich das alles nie geschafft. Also eine chinesische Erfolgsstory. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und dann noch Wohltäter und Unterstützer der Armen. Wenn Sie es sagen, Hongkong war immer gut zu mir. Und hat mir alles ermöglicht, was ich heute bin. Ich versuche, etwas davon an die Stadt zurückzugeben. Und die neuen Machthaber, sehen die das genauso? Sie werden verstehen, dass ich keine großen Sympathien für ein System hege, das Menschen bevormundet, ihre Freiheiten beschneidet. Entschuldige, es ist leider ein wenig später geworden. Du, kein Problem, dann lass mir den Botschafter eben warten. Ich muss übermorgen nach Deutschland fliegen. Der Aufsichtsrat hat mich zurückgeordert. So plötzlich? Da baut sich irgendwas zusammen. Du weißt, wie wichtig seine Zustimmung für meine Wahl zum Vorsitzenden ist. Nicht, dass da in letzter Sekunde noch was passiert wegen diesem Debakel hier. Das Ministerium für Alterskunde hat meinen Vorschlag abgelehnt, die Yin Collection als Alternative für die Haman-Handlung einzusetzen. Was stellen die sich vor? Ich glaube, das wissen sie selber nicht. Unsere einzige Chance ist, sie dort zu treffen, wo sie besonders empfänglich sind. Oder noch besser, wo sie besonders empfindlich sind. Ihr Nationalstolz zum Beispiel. Fertig. Du könntest Marie mitbringen. Aufgeben tust du wohl nie. Du bekommst das hier hin für mich, ja? Schminken kann ich mich im Wagen. Bezaubert. Es freut mich sehr, dass Sie es einrichten konnten. Botschafter, sehr erfreut. Ich freue mich sehr. Frau Phillips, alle Augen sind auf Sie und Ihre Arbeit gerichtet. Der Erfolg der Ausstellung ist äußerst wichtig für die deutsch-chinesischen Beziehungen. Darf ich vorstellen, Mr. Lin? Wir kennen uns bereits. Ja. Meine Frau hat gehört, dass Chang Mui in der Stadt ist und nur eine einzige Vorstellung gibt. Sie ist ihr größter Fan. Wir haben alles versucht, aber der Abend ist bereits ausverkauft. Könnten Sie da vielleicht etwas für uns? Sie werden meine persönlichen Gäste sein, Herr Botschafter. Meine Frau wird Ihnen ewig dankbar sein. Sie bemerken, es wird vielseitig. Diese Überraschung ist Ihnen gelungen. Nun, ich musste einfach herkommen. Ich war neugierig. Auf was? Wie Sie den Abend verbringen. Guten Abend. Mr. Lin, mein Mann Peter Phillips. Phillips? Ja, sehr erfreut. Darf ich Sie fragen, woher Sie sich kennen? Wir teilen die gleiche Leidenschaft, könnte man sagen. Wohl eher den gleichen Geschmack. Sie sprechen von Kunst. Ich spreche von schönen Dingen, die begehrenswert sind. Ladies and Gentlemen, das Buffet ist eröffnet. Nach Ihnen. Komm. Wollen Sie? Dolly Jack, Matthew Lin. Heute kein Glücksspiel, Andrew. Heute jedenfalls nicht. Sie sind der einzige englische Inspektor, der nach der Übergabe Hongkongs geblieben ist. Das nenne ich Glücksspiel. Wir werden mich hier noch zum Oberinspektor machen. Ich habe gehört, du hast das für mich. Edward Lim zahlt seine Leute wohl gut in diesen Tagen. Wie kommst du denn darauf? Einer seiner Männer hat bei einer Wette gestern 5000 Dollar gesetzt. Wer hatte der denn so eine Menge Geld? Von mir. Ah. Okay. Ich bin interessiert. Wie heißt der Typ? Lin Wai Pan. Er gibt mit einem riesigen Coup auf dem Festland an. Und er vercheckt wertvolle Antiquitäten. Also was genau? Diese Information könnte viel wert sein. Warum erzählst du mir das?
Ich hörte, dass Sie die heime Ansammlung verzweifelt suchen. Und ich mag Edward Lim. Und wenn ich das schon weiß, dann wissen es Quok und seine Leute schon lange. Man hört, das Ganze war ursprünglich Quoks Plan. Und Edward ist ihm nur zuvor gekommen. Du hast doch was gekauft, hm? Hast du es noch bei dir? Hergestellt. Warum ist sie bat herzukommen? Um Ihnen zu helfen. Ich habe noch etwas Interessantes für Sie gefunden. Herr Huang, ich möchte Ihnen gern jemanden vorstellen. Mrs. Phillips. Herr Huang ist im Besitz außergewöhnlicher Objekte aus der Tang-Dynastie, die Sie begeistern könnten. Mordei, Hom, Moi, Tai, die Topin. Golei. Dankeschön. Das ist bemerkenswert. Herr Wang wäre bereit zu verkaufen für einen fairen Preis. Ich bin mir sicher, wir werden uns einigen können. Er soll mal einen konkreten Preis nennen. Herr Junger Meile, was ist Ihr Teil? Philip 太太, 識做唔做啦? Herr Wang ist bereit, an Sie zu verkaufen, wenn Sie ihm Ihr Jadewasser überlassen. Jadewasser? Er ist der Meinung, es wird ihn bis zum nächsten Frühjahr bringen. Jadewasser? Was meint er denn damit? Es ist die Essenz von Ihrer Jadepforte. Meiner was? Die Frau mit der nie versiegenden Einnahmequelle. Dieses Thema ist nicht jugendtauglich. Und geben Sie Herrn Huang Ihr Jadewasser? Ich denke noch darüber nach. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Mögen Sie chinesisches Essen? Das war die persönliche Frage. Ich werde Ihnen heute Abend das beste chinesische Restaurant der Stadt zeigen. Das wird Ihnen sicher gefallen. Ich habe heute Abend noch einen Geschäftstermin in Guangdong. Sagen Sie ab. Nennen Sie mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Sie wissen es. Hallo? Nein, ich bin auf dem Weg nach Guangdong. Wenn Sie wollen, dann kann ich gerne vorher bei Ihnen vorbeikommen. Das erste Puzzlestück der gestohlenen Sammlung ist aufgetaucht. Wo haben Sie ihn gefunden? Wir haben Hinweise, dass dieser Verkauf im Umfeld von Edward Lim getätigt worden ist. Möglicherweise steht er im Zusammenhang mit den gestohlenen Gegenständen aus der Heimansammlung. Sind Sie sicher? Ja. Edward Lim ist ein sehr einflussreicher Mann. Können Sie sich vorstellen, wie viele blutrünstige Anwälte er hier anschleppen würde, wenn er nur im Ansatz ahnen würde, dass wir ihn im Visier haben? Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Oder wo er die Sammlung versteckt hat, oder wie er sie außer Landes bringen will. Wir haben keinerlei Beweise, jetzt.
Aber wenn Sie uns helfen könnten, Ihre Verbindung zu ihm nutzen, damit wir ihm etwas nachweisen können, würden Sie viel schneller zu Ihren Ausstellungsstücken kommen. Viel schneller, als Sie erwarten. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Möchten Sie vielleicht einen Tee? Dieser Ort scheint eine magische Anziehung auf Sie auszuüben. Was auch immer Sie denken, das ist falsch. Glauben Sie mir, er gibt Ihnen das Gefühl, die einzige Frau der Welt zu sein, für die er wirklich etwas fühlt. Ist das das Gefühl, das er Ihnen gibt? Erzählt Lilly schon wieder Geschichten? Nur die Wahrheit. Lilly und die Wahrheit? Zwei Dinge, die sich nicht wirklich vertragen. Schön, dass Sie es sich anders überlegt haben. Prioritäten ändern sich ja manchmal schneller, als man denkt. Ich dachte mir, Sie sind vielleicht an der chinesischen Oper interessiert. Ich würde Sie gerne einladen. Dankeschön. Oh, Changmui. Vielen Dank, aber ich... Fühlen Sie sich wie zu Hause. Möchten Sie einen Drink? Nein, danke. Braddock. Victoria Phillips ist wo? Heilige Scheiße, dass sie so weit gehen würde. Das war schon immer für Sie. Das wollte ich sofort tun, als ich dich gesehen habe. Ich kann das nicht. Es ist falsch. Es ist nur eine Entscheidung, die man trifft. Das mag für dich und dein Leben zutreffen, aber nicht für meins. Ich weiß, wer du bist und was du getan hast. Und ändert das irgendwas? Für mich schon.
Guten Abend, Gentlemen. Dang Tong, du weißt ganz genau, was wir suchen. Wo ist es? Wollte ich nicht wecken. Und? Wie war dein Abend? So unspektakulär wie immer. Ja? Danke. Komm sofort runter. Ich war da. Wo? Im Dynasty Club. Victoria. Ich muss jetzt. Ihr sollt nicht gleich losrennen und jemanden umbringen. Das bringt doch nur Ärger. Braddock bringt mit seinen Ermittlungen sowieso schon alles durcheinander. Das reicht doch. Wir haben Lim ein letztes Ultimatum gestellt. Er hat nicht reagiert. Jetzt haben wir einen toten Mann. Ausgerechnet den Ziehvater von Lim. Und ihr habt nichts gefunden! Wir haben wirklich alles durchsucht. Vielleicht war es ja ein Zufall. Und jemand ganz anderer hat... Ich weiß, dass Lim dahinter steckt. Was macht Sie so sicher? Edward Lim ist die einzige Person, die das Geld hat, die Informationen, die Intelligenz, um uns bei einem Coup dieser Größe zwei Nächte zuvorzukommen. Und er tut das nicht für den Gewinn. Er tut das auch nicht aus Gier, sondern er macht es, um uns und Peking herauszufordern! Nein, war alles wie besprochen. Es gibt keinen Grund, den Plan zu ändern. Ich melde mich später. Du hast nicht zurückgerufen. Weil ich nicht mit dir sprechen will. Das glaube ich nicht. Bekommst du immer, was du willst? Öfter. Wird das ein neues Gefühl für dich sein? Victoria, hör mir zu. Hör mich an. Es ist wichtig. Ich habe zu tun. Wir müssen reden. Aber genau das ist das Problem. Was? Ich will nicht nur mit dir reden. Victoria. Alles in Ordnung. Es war gestern Abend sehr spät. Morgen. Morgen. Wir haben nach Ihren Anweisungen das neue Alternativprogramm zusammengestellt. Das Ministerium für Alterskunde ist begeistert von den Neuankäufen und hat angedeutet, dass sie ihren Vorschlag, die Nationalsammlung des Kaiserpalastes einzubinden, unterstützen. Und was ist mit dem Mann, der den Shivan-Löwen verkauft hat? Unsere Suche läuft weiter. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Weil er weiß, was ihm droht, wenn Lim das herausbekommt. Edward Lim festnehmen und verhören. Wir haben Erfahrung darin, wie man aus solchen Leuten... Diese Art von Erfahrung kann ich verzichten. Nein, ohne konkrete Beweise warten wir ab. Oder wir riskieren das Verschwinden der Heiman-Sammlung für immer. Wir werden schlauer vorgehen müssen. Edward Lim ist hier. Ah, Mr. Lim. Danke fürs Kommen. Hm? Nein, danke. Schlechte Angewohnheit. Aber jedes Mal, bevor ich da runter muss, rauche ich erst mal eine. Warum bin ich hier, Inspektor? Wir haben eine Leiche gefunden. Und denken, Sie kennen den Mann. Wer soll das sein? Er hat für Sie gearbeitet. Eine Menge Leute arbeiten für mich, Inspektor. Wer ist es? Kennen Sie ihn? Gang Tong. Einer meiner Arbeiter am Hafen. Rufen Sie den Schirkanes-Verein an. Sie kümmern sich um die Bestattung. Hm. Brauchen Sie mich noch? Nur noch eine Frage.
Haben Sie den schon einmal gesehen? Woher kommt er? Genau das wollte ich Sie gerade fragen. Jemand sagte, Sie sind ein Experte in antiker Kunst. Ein Shivan-Löwe aus der Heimansammlung, die demnächst hier in Hongkong gezeigt wird. Na, dann wissen Sie vielleicht auch, dass die Heimansammlung gestohlen wurde. Und zwar vor ein paar Tagen, auf spektakuläre Art und Weise. Ist das so? Und dieser Löwe wurde auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf angeboten. Und zwar von einem Ihrer Männer. Oh, Sie verdächtigen mich? Das ist doch lächerlich. Warum sollte ich so etwas tun? Und ich bin nicht dafür zuständig, was meine Angestellten in ihrer Freizeit so machen. Wir haben genug Beweise, um Sie für ein ausgiebiges Verhör hier in unserem Revier zu behalten. Na, dann will ich Sie mal aufklären. Die bevorstehende Ausstellung der Heimansammlung gehört zu den wichtigsten Förderprojekten meiner eigenen Kunst- und Kulturförderstiftung. Nur mit diesem finanziellen Engagement und dem steten Dialog mit Peking ist es überhaupt möglich, diese Kunstgegenstände öffentlich zu zeigen. Ich unterstütze das Ministerium für Alterskunde seit Jahren und der Kultusminister hat sich persönlich für mein finanzielles Engagement bedankt. Also nennen Sie mir einen Grund, warum ich etwas stehen sollte, was ich seit Jahren beschütze und fördere. Meine Herren. Na, dem haben Sie ja mal richtig gezeigt, wer hier das Sagen hat, hm? Der chinesischen Oper, aber 5000 Jahre alt. Skrupellose Machthaber lassen ihre Verdorbenheit und Launen an den guten Menschen aus. Ein mutiger Gaukler rebelliert, indem er alle an der Nase herumführt und die unsichtbaren Missstände sichtbar macht. Moral und die Gerechtigkeit kehren zurück. Sie werden verstehen, dass ich keine großen Sympathien für ein System hege, das Menschen bevormundet und ihre Freiheiten beschneidet. Dann bleiben Sie doch einfach bei der Wahrheit. Diskretion gehört zu unserem Geschäft. Sie lieben die Oper? Gesagt, dass ich sie liebe. Ich verdiene viel Geld damit. Meine Frau hat gehört, dass Changmui in der Stadt ist. Und eine einzige Vorstellung gibt. Die unsichtbaren Missstände sichtbar machen. Oder aber sichtbare Kunstschätze unsichtbar machen. Und sie vor den Augen aller Beteiligten geschickt außer Landes schmuggeln. Das nenne ich einen Überraschungsbesuch. Ich war in der Oper. Ah. Du musstest ja irgendwann darauf kommen, nicht wahr? Du wolltest, dass ich dieser Mann finde. Die Hinweise waren eindeutig. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Du musst die Sammlung zurückgeben. An wen? An dich? Quark? Die Regierung in Peking? Das kann ich nicht. An das Heimann-Museum. Was glaubst du, wer die Sicherheitscodes an Quark verkauft hat? Die Museumsbeamten sind genauso bestechlich wie jeder andere auch in diesem Land. Ich kam ihm nur zuvor, weil Quark zu langsam war. Hongkong ist korrupt und geldverliebt, doch die neue Macht vom Festland ist noch schlimmer. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Es ist unmoralisch. Ach, um Moral geht es hier. Glaub mir, dieses Wort hat schon vor langer Zeit seine Bedeutung verloren. Allen geht es doch hier nur ums Geld machen. Auch deinen Klienten. Wer bist du, Edward? Jemand, der die Freiheit liebt und die Kunst fördert. Ich verabscheue Kriminalität und ich verabscheue Korruption. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und deshalb wird man zum Dieb. Ich sehe das ein wenig anders. So wie ich es sehe, habe ich die Sammlung gerettet vor politischem Missbrauch und der Mafia.
Was erwartest du jetzt von mir? Nichts. Ich vertraue dir. Du entscheidest jetzt, wie es weitergeht. Warum? Ich muss einfach wissen, ob die Sammlung das Einzige ist, worum es dir geht. Du bist verrückt. Wie soll ich es denn sonst herausfinden? Victoria Phillips angerufen. Nein, hat sie nicht. Setz die Jungs drauf an. Ich will wissen, wo sie ist. Okay. Was gibt's? Du wirst beobachtet. Sie stehen direkt vor deiner Tür. Sollen wir was unternehmen? Nein, lass sie in Ruhe. Aber sie werden dich nicht in Ruhe lassen. Denk an Gang Tung. Ich erledige das. Jetzt. Weiter. Weiter. Sie waren vor deinem Haus. Was ist passiert? Bleib bitte zurück. Bring sie weg, schnell. Ich lass dich nicht allein. Bring sie weg sofort! Wer ist das? Kommen Sie! Los! Was ist hier überhaupt los? Steigen Sie doch endlich ein! Und dann? Ich bin Sie hier weg. Natürlich freue ich mich. Du musst mir alles zeigen. Papa hat schon gesagt, wie toll alles geworden ist. Und dass du ihm aus der Patsche geholfen hast. Ja, das habe ich. Mrs. Phillips, auf ein Wort bitte. Es ist wichtig. Zwei Tote an der Albert Street, direkt vor Edward Lims Apartmenthaus. Und er ist verschwunden. Wir müssen ihm helfen. Ich hätte sie da nicht mit reinziehen dürfen. Und wenn es stimmt, was ich vermute, dann sind sie ebenfalls in Gefahr. Lim hat sich in eine schwierige Lage gebracht und ist zu weit gegangen. Wenn Sie wissen, wo sich die Heimansammlung befindet, dann müssen Sie es mir sagen. Nur so können Sie unbeschadet aus der Sache rauskommen. Und Ihren Ehemann sollten Sie dabei vielleicht auch nicht ganz vergessen. Sie verstehen immer noch nicht. Hören Sie auf, Lim zu schützen. Er wird jetzt auch noch wegen Mordes gesucht. Das dürfen Sie nicht zulassen. Edward Lim kann es nicht gewesen sein. Ach, wirklich? Lim wurde als einziger am Tatort gesehen. Und jetzt ist er verschwunden. Zeit, sich zu entscheiden.
Schau da, da oben. Das ist er. Wie kommen wir da hin? Mit der Seilbahn. Boah, Mama, das ist so toll hier. Hört mal, ihr beiden, ich muss leider noch mal los. Ich habe mir extra heute freigenommen. Es ist wichtig. Wir sehen uns zum Abendessen, ja? Mach dir keine Sorgen, Mama. Papa und ich, wir kommen wunderbar zurecht. Inspektor Braddock? Sie ist in der Oper. Die Sammlung ist in der Oper und verlässt morgen nach der Premiere von Changmu hier endgültig die Stadt. Ich komme hin und erkläre Ihnen alles. Ja. Mrs. Phillips. Ja? Würden Sie einsteigen, bitte? Mr. Kwok würde gerne mit Ihnen Mittag essen. Aha. Und wenn ich Nein sage? Bitte. Das wird ein Großeinsatz. Wir stürmen und durchsuchen das Opernhaus. Wir müssen gleichzeitig alle Eingänge und Ausgänge hermetisch abriegeln. Ich denke, wir werden in jedem Fall ins Geschäft kommen. Es ist 15 Jahre her, dass die Briten abgezogen sind. Und Hongkong steht besser da als jemals zuvor. Ist das nicht ein Grund zu feiern? Was haben Sie mit Edward Lim gemacht? Nichtsdestotrotz, die Einwohner von Hongkong haben Angst, ihre persönlichen Rechte doch noch zu verlieren. Sie andererseits können nach getaner Arbeit wieder zurück nach Deutschland. Aber wir haben doch keine Wahl, als zu bleiben. Verstehen Sie das, Miss Phillips? Jeder hier will ein Stück vom Kuchen abbekommen. Aber was Edward Lim tut, ist einfach nur Selbstbedienung. Und Sie sind eine Geschäftspartnerin von ihm. Wird mich bereits suchen. Mein Mann erwartet mich. Und wenn ich nicht rechtzeitig erscheine, dann wird die Polizei... So viele schöne Dinge können einfach verschwinden in Hongkong. Da, 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 da. Haben Sie mich verstanden? Es war nicht klug von Ihnen, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen, Mr. Lim. Ich hoffe, Sie sind klug genug zu wissen, wann Sie verloren haben. Ich habe wohl keine Wahl. Aber Gott stehe Ihnen bei, wenn Sie sie auch nur anrühren. Edward? Nein. Der Großteil der Sammlung ist an einem sicheren Ort, wo sie niemand vermuten würde. In der Oper. In der Oper? Ja. Die besten Stücke der Sammlung wirst du dort allerdings nicht finden. Bringt sie zur Oper. Los. Die Show ist vorbei. Was machen Sie hier? Was ist denn hier? Ich bin der Manager. Hören Sie! Was soll sie denn? Sofort! Hinsetzen! Ihr wollt die Sammlung? Nun, hier ist sie! Im Bühnenbild und in der Dekoration ist die ganze Sammlung! Sehr clever! Präsentiert die Schätze der Tang-Dynastie vor der Nase unserer kommunistischen Freunde, dem zahlenden Publikum, um sie dann auf Welttournee zu schicken. Brillante Ironie. Halt, Polizei! Waffen runter! Sofort! Die Ausgänge sind alle besetzt. Das Gebäude umsteht. Es gibt keinen Weg hier raus. Edward Lim, Sie sind verhaftet. Wegen Mordes, Diebstahl und Hehlerei. Sie haben das Recht zu schweigen.
alles, was Sie sagen kann, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Tja, so regeln wir die Dinge hier in Hongkong. Edward! Wo ist Marie? Die schläft. Nur auf dich gewartet. Hartmann hat mich gerade informiert, dass die Hermann-Sammlung gefunden worden ist. Es gab Verhaftungen wegen Mordes. Unter anderem dieser Edward Lim. Du hast dich noch geschäftlich mit ihm getroffen. Ja. Jetzt sag nicht, dass du mit der Sache was zu tun hast. Ich habe eine Nacht mit ihm verbracht. Ich werde das nötigenfalls auch in einer offiziellen Aussage vor Gericht bestätigen. Das kannst du nicht tun. Du setzt wegen eines Kriminellen unsere Ehe, unsere Reputation, unser ganzes Leben aufs Spiel. Aber ich kann nicht zulassen, dass jemand unschuldig wegen Mordes eingesperrt wird. Unschuldig? Das ist wohl was anderes. Also wenn du das machst, gibt's für uns keine Zukunft mehr. Unsere Zukunft, die hast du selbst bedenkenlos aufs Spiel gesetzt. Wir haben Sie erst morgen früh erwartet. Ich will eine Aussage machen. Ich war in der Mordnacht bei Edward Lim. Zum Zeitpunkt, als die Schüsse gefallen sind, war Edward noch bei mir im Zimmer. Sie wissen, dass Sie sich damit selbst belasten. Der Verdacht auf Mitwisserschaft könnte Sie... Gut, dann muss ich Sie leider bitten, fürs Erste hier zu bleiben. Ja. Ich hoffe, Sie verstehen das. Victoria. Ja? Ich nehme an, meine Frau hat Ihre Aussage gemacht. Kann sie jetzt gehen? Ja, der Mord ist das eine. Unglücklicherweise scheint Ihre Frau aber tiefer in die Sache verwickelt zu sein und hat womöglich bewusst Informationen über die gestohlene Heimansammlung zurückgehalten. Die Volksrepublik wird die Auslieferung aller involvierten Personen verlangen. Inspektor Braddock, mit Ihrem Appell, Chinas Wünschen müsse entsprochen werden, da richten Sie bei uns gar nichts aus. Die chinesische Regierung hat beinahe das gesamte kulturelle Erbe des Landes zerstört. Ohne Engagement von außen, da würden solche Objekte auch gar nicht mehr existieren. Und wenn ich das richtig verstehe, das sind diese Kunstgegenstände, von denen Sie hier sprechen, überhaupt nur durch die Mitwirkung meiner Frau wieder aufgetaucht. Also frage ich Sie jetzt, wem ist denn damit gedient, wenn Sie meine Frau der Festlandpolizei übergeben? Mr. Phillips, es steht nicht in meiner... Außerdem eröffnet in wenigen Stunden die Ausstellung die Tang-Dynastie zum Jubiläum der 15-jährigen Wiedervereinigung. China will in einem guten Licht dastehen. Es ist kein Schaden entstanden. Meine Frau zeichnet für diese Ausstellung verantwortlich. Also jetzt lassen Sie sie bitte gehen. Okay, okay. Hören Sie endlich auf. Meinetwegen. Ich werde versuchen, das mit Oberst Kang irgendwie zu klären. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Danke, dass du das hinbekommen hast. Meine Damen und Herren, der Fototermin ist nun beendet. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Haben Sie gut geschlafen? Wir haben da leider ein Problem. Die Sammlung ist nicht vollständig. Wir haben die ganze Oper auf den Kopf gestellt, aber es fehlen einige der wertvollsten Stücke. Das tut mir wirklich leid. Die Behörden in Peking sind bereits informiert. Jetzt seien Sie nicht so dumm! Kang wird in einer Minute hier sein und wenn Sie uns sagen, wo wir den Rest finden, wird das Urteil gegen Sie milde ausfallen. Das ist leider nicht möglich. Die fehlenden Stücke sind alle weg. Weg? Peking behauptet, die fehlenden Stücke sind Millionen wert. Und Sie haben sie schon verkauft? An wen zum Teufel? Ich habe sie nicht verkauft. Ja, verschenkt. Ach, wirklich? Müssen wir wirklich heute schon fliegen? Ja, wir müssen. Auf Wiedersehen. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Danke Ihnen. Wiedersehen. Sie bleiben uns ja noch etwas erhalten. Ja, natürlich. So, was um alles in der Welt ist Ihnen Millionen wert? Ich habe einen Deal mit Quark. Ich habe ihm verraten, wo sich die fehlenden Stücke der Sammlung befinden. Er hat mein Wort und ich das seine. Victorias Leben hängt davon ab. Was für eine Geschichte. Aber sobald Camille. Sie können sich denken, was die mit ihr machen, wenn ich mein Wort breche.
Sie kennen die Regeln hier. Sie hat es nicht verdient. Tja, sie ist eine beeindruckende Frau. Ja, das ist sie. Hören Sie, wenn es nach mir ginge, würde ich sie laufen lassen. Ich kann sie gut leiden und der Großteil der Sammlung ist ja wieder da. Und den Tod von Crocs Männern kann man Ihnen wahrscheinlich auch nicht anhängen. Schon deshalb nicht, weil Ihnen Victoria Phillips ein perfektes Alibi gab. Das hat sie? Wow. Also bin ich jetzt frei? Unglücklicherweise nicht. Kang sieht das anders. Er hat ihre Auslieferung schon beantragt und will eine umfassende Untersuchung. Das hört sich nicht gut an. Könnte ich Sie vorher um einen letzten Gefallen bitten? Mr. Philipp, die Gefangene! Ach, mein Gehörling, Sissi. Was soll das denn? Warum bringt er dir dein Gepäck? Ich komm mit. Ich will dich nicht verlieren, Victoria. Wenn wir so weitermachen, wird genau das passieren. Und was ist mit deinem Vorstandsposten? Ich habe mir Bedenkzeit erbeten. Aber ich kann dir nichts versprechen. Sie sieht wirklich toll aus. Aber 2 Millionen Euro, da bin ich mir nicht so sicher. Ich schon. Was werden Sie mit dir machen? Mach dir keine Sorgen, mir wird schon nichts passieren. Will ich dich wiedersehen? Wir werden sehen. Ich bin hier. Ich gehe nirgendwo hin. Legen Sie diesem Mann Handschellen an! Sofort! Hey! Ich habe ja das Gefühl, Sie überschreiten hier endgültig Ihre Kompetenz. Für China gibt es immer Mittel und Wege, seine Interessen durchzusetzen. Geh. Mrs. Phillips! Bitte bleiben Sie nicht als Frau. Bitte. Mama! Wir haben eine Order aus Peking, die es Ihnen verbietet, das Land zu verlassen. Kang! Ich habe offiziell Mrs. Phillips die Genehmigung erteilt, dass... Lassen Sie mich doch ausreden. Okay. In Ordnung. Es wird Ihnen nicht erlaubt, auszureisen, ohne dass sich das chinesische Volk bei Ihnen bedankt hat. Wie wir hörten, gaben Sie uns den entscheidenden Hinweis zur Wiederbeschaffung der Heimansammlung. Wenn Sie also etwas brauchen... Meine Regierung ist gewillt, Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Ich wüsste da etwas. Gut. Ich weiß schon, wenn ich mal erwachsen bin, werdet ihr mir alles erklären. Das ist nicht nötig, meine Herren. Meine Regierung hat mich angewiesen, Mrs. Phillips jeden Wunsch zu erfüllen. Sie hat wertvolle Kulturgüter von nationalem Interesse gerettet. Da haben Sie ja Glück gehabt. Und wissen Sie, Glück, wirkliches Glück ist noch etwas anderes. So? Und was wäre das für Sie genau? Hatten Sie jemals hauchdünngeschnittenes Filet mit Bratkartoffeln und einem schönen Glas Rotwein? Davon habe ich schon mal gehört. Wissen Sie, davon hören heißt nicht, es probiert zu.